habe am Freitag, den 12. einen Brief von Gustav Mollard erhalten. Diesen Brief hat er mir am 14.04.2013 geschrieben. Und er schrieb an Herrn Michael Gleich, weil er eingeladen war zu Blockupy 2013 am 31. Mai und 1. Juli. Bedauerlicherweise wird er zurzeit gegen seinen Willen im BKH Bayreuth Nordring 2 95445 Bayreuth festgehalten und kann uns daher nur per Brief mitteilen, was wir für ihn verlesen. Mein Vorschlag ist, dass wir das im Open-Mic-Verfahren machen. Wer kennt das Open-Mic-Verfahren? Sonst erkläre ich es kurz. Ja? Das Open-Mic-Verfahren wurde von dem Occupy-Movement genutzt, um ohne große Lautsprecher bis hinten zum Letzten durchzureichen, worum es geht. Das heißt, derjenige, der spricht, liest einen halben Satz und alle wiederholen diesen Satz. Damit verstärkt sich das auch in die Richtung der Adressaten. Ich würde damit beginnen. Blockupy Frankfurt 2013. Blockupy Frankfurt 2013. Bayreuth, den 14.04.2013. Sehr geehrter Michael Gleich, vielen Dank für deinen Brief vom 2. April 2013. Ich grüße alle Menschen guten Willens, denen die vielfältigen Probleme bewusst werden und friedlich aber bestimmt aktiv werden wollen. Dazu erinnere ich Unter anderem an Herrn Stefane Hessel, der in der Nacht vom 26. Februar zum 27. Februar 2013 in eine andere Dimension aufgebrochen ist. Und nun von höherer Warte unseren Widerstand unterstützt. Seit 27. Februar 2006, Rosenmontag, bin ich nun seit über sieben Jahren in den Händen des Staates gefangen. In angeblichen Krankenhäusern. Die härtere Haftbedingungen haben können. Als die übelsten deutschen Gefängnisse. Stefan Hessel war der letzte Überlebende, der bei der Ausarbeitung und Erklärung der Menschenrechte 1948 dabei war. Als Nazis die Weltherrschaft wollten, schloss er sich der Resistance, dem französischen Widerstand an. Von der Gestapo verhaftet. Und gefoltert. Wurde er in deutsche KZs verschleppt. Es gelang ihm. Die Flucht und ohne Furcht. Kämpfte er weiter für die Grundrechte. Die universellen. Für jeden Menschen auf dieser Welt. Mit über 90 Jahren. Musste er wieder aufstehen. Und uns zurufen.
empört euch! Engagiert euch! Engagiert euch! Weil die Macht des Geldes niemals so groß, so anmaßend, so egoistisch, war wie heute. Mit Lobbyisten, bis in die höchsten Ränge des Staates, in vielen Schaltstellen der Geldinstitute, sitzen Bonibanker und Gewinnmaximierer, die sich keinen Deut ums Gemeinwohl scheren. Noch nie war der Abstand zwischen den Ärmsten und den maßlos Reichsten so groß. Noch nie war der Tanz um das goldene Kalb Geld und Konkurrenz so entfesselt. Noch nie war unsere Mutter Erde so gefährdet. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Schrieb Erich Kästner. Daher lasst uns aufstehen. Und friedlich aber bestimmt. Gewaltfrei. Wie die Regenbogenkrieger. Aus der Mythologie der Indianer. Den Schnellzug in die Hölle stoppen. Frieden. Freiheit. Und Gerechtigkeit. Für alles Leben dieser Erde. Ich grüße und danke euch allen. Euer Gustl Mollat. Lieber Michael Gleich. Ich hoffe, du kannst meinen Gruß in eine entsprechende Form bringen. Mir ist hier sogar eine Schreibmaschine verboten. Ich wünsche mir eine weltweite friedliche und gewaltfreie Zusammenarbeit. Aber gleichzeitig ist jeder vermeintlich kleine gute Gedanke wichtig. Besonders freut mich das Engagement von Kindern bei Plant for the Planet. Die haben viel mehr begriffen als die vermeintlich Großen. Viele Grüße und beste Wünsche. Euer Gustl. PS. Trommeln. Vernetzen. Machen. Es ist 5:12. Es gibt viele Arten zu töten. Man kann einem ein Messer in den Bauch stechen. Einem das Brot entziehen.
Einen von einer Krankheit nicht heilen. Einen von einer Krankheit nicht heilen. Einen in eine schlechte Wohnung stecken. Einen in eine schlechte Wohnung stecken. Einen zum Selbstmord treiben. Einen zum Selbstmord treiben. Durch Arbeit zu Tode schinden. Durch Arbeit zu Tode schinden. Einen in den Krieg hetzen. Einen in den Krieg hetzen. Nur weniges davon ist in unserem Staate verboten. Ist in unserem Staate verboten. Gustl Mollert schreibt: Hypovereinsbank angezeigt. Wegen Anstiftung zur Steuerhinterziehung und Schwarzgeldverschiebung. Den Tanz ums goldene Kalb, den Schnellzug in die Hölle stoppen. Endstation forensische Psychiatrie. In unserem Land zahlen vorwiegend und zunehmend nur noch diejenigen Steuern, denen sie direkt vom Lohn abgezogen werden können. Auch ein höherer Spitzensteuersatz wird an den riesigen Schlupflöchern im Steuersystem nichts ändern. Das Land Bayern weigert sich beharrlich, mehr Steuerprüfer effektiv und wirksam, vor allem in den oberen Etagen der Wirtschaft einzusetzen. Die Schere zwischen Arm und Reich wächst. In Hessen gab es eine Anweisung an die Frankfurter Steuerfahndung. Wegen Arbeitsüberlastung nur noch einen Teil der Verdachtsfälle bei Superreichen zu prüfen. De facto ein Freifahrtschein für Steuerbetrug in größtem Umfang. Nachdem sich beteiligte Fahnder weigerten, dem Folge zu leisten, wurden sie mit gefälschten psychiatrischen Gutachten von ihrem Arbeitsplatz entfernt. Der Fall wurde über Jahre vor einem Untersuchungsausschuss verhandelt. Zuletzt musste der Vorsitzende des Ausschusses wegen Verdachts auf Beihilfe zur Steuerhinterziehung seinen Hut nehmen. Auch Nürnberg hätte einen ähnlichen Fall. Eine Amtsrätin des örtlichen Finanzamts, die bei der Rüstungsfirma Diehl 60 Millionen D-Mark Steuern berechtigt nachfordern wollte, wurde von dem Fall entbunden. Die Steuerschulden wurden dem Unternehmen politisch gewollt entlassen. Dr. Wilhelm Schlötterer, CSU, beschreibt in seinem Buch Macht und Missbrauch dieses System der Amigo-Wirtschaft sehr genau aus seiner eigenen Erfahrung als hoher bayerischer Ministerialbeamter. Ende letzten Jahres wurde durch mehrere Artikel von Michael Kasperowitsch in den Nürnberger Nachrichten ein in seinen Ausmaßen noch monströserer Fall bekannt. Der Fall Gustl Mollert. Eine schier unglaubliche Geschichte. Oder wie eine Bank mit Beteiligung der Regierung versucht, Schwarzgeldverschiebungen zu vertuschen und einen Kritiker mit Hilfe einer missbrauchten forensischen Psychiatrie mundtot zu machen. Seit nun schon über 6 Jahren sitzt ein 55-jähriger Nürnberger Maschinenbauingenieur in geschlossenen forensischen Abteilungen bayerischer Psychiatrien. Grund: Er wusste als Insider, seine damalige Ehefrau war direkt an den Transfers in die Schweiz beteiligt. Zu viel über Schwarzgeldgeschäfte und Steuerhinterziehung und konnte dem fröhlichen Treiben nicht länger zusehen, weshalb er die Taten angezeigt hat. Ein Spielverderber,
dem daraufhin eine gemeingefährliche Geisteskrankheit unterstellt wurde. Er leide an dem Wahn, Opfer des Bankensystems zu sein. Die Ex-Gattin unterstellte ihm Körperverletzung und Freiheitsberaubung und man bezichtete ihn der Sachbeschädigung. Alle Taten wurden ausschließlich von der Ehefrau bezeugt, die ein Motiv haben musste, ihren Ehegatten als Irrer und insofern unglaubwürdig hinzustellen. Im Urteil selbst ist von einem nicht eindeutigen Beweis die Rede. Dennoch wurde er dieser Taten bezichtigt. Wegen der Wahnvorstellungen erfolgte zwar ein Freispruch, aber die Unterbringung in der geschlossenen Psychiatrie wurde angeordnet. Die Staatsanwaltschaft nahm damals keine Ermittlungen auf, obwohl Gustl Mollat Namen und Adressen nannte. Auch wurde unterlassen, die Steuerbehörden einzuschalten. Seit den Artikeln in den Nürnberger Nachrichten sind neue Beweise dafür aufgetaucht, dass die Geschichte von Gustl Mollat nicht erfunden sein kann. Laut der Sendung von Report Mainz vom 13. Dezember 2011 bestätigte die Hypo-Vereinsbank, dass es damals Unregelmäßigkeiten gab und dass deshalb Mitarbeiter entlassen werden mussten. Wir fragen, wie kann es angehen, dass Anzeigen wegen Steuerhinterziehung mit konkreten Angaben zu Ross und Reiter seitens der Staatsanwaltschaft verworfen werden, wo doch bekannt ist, dass Milliarden von Euro als Schwarzgeld auf Schweizer Bankkonten lagern? Ist es rechtmäßig, konkrete Beweise als unzureichend abzulehnen, nur weil zum Teil allgemeine politische Meinungsäußerungen den Anzeigen beigefügt sind? Wie kann ein Mann wegen nicht eindeutigen Beweisen seit 6 Jahren hinter Gitter der bayerischen Psychiatrien gesperrt werden? Selbst wenn unterstellt wird, dass er die ihm zur Last gelegten Taten Körperverletzung, Freiheitsberaubung und Sachbeschädigung begangen hätte. Warum soll Gustl Mollat gemeingefährlich sein, wo ihm doch trotz des Schrecklichen bereits 6-jährigen Freiheitsentzugs in den bayerischen Forensiken keinerlei Aggressivität ausgeht? So, es ist spannend, wir hören gerade die Feuerwehr. Kommt jetzt die Forensik angefahren oder? Wir hatten noch mal Glück. Wieso wird ohne Würdigung von Gutachten 3 namhafter Psychiater, die Gustl Mollat keinerlei Wahn attestierten, von den Gerichten die weitere Unterbringung beschlossen? Warum wird ohne Überprüfung der von Gustl Mollat angezeigten Tatsachen dieser wegen Wahnvorstellungen zwangsweise untergebracht? Verantwortlich im Sinne des Pressegesetzes Gustl Mollat, Forensische Klinik, Bezirkskrankenhaus Bayreuth, Nordring 2, 95445. Er bat darum, dies Montag für Montag vor den bayerischen Landesvertretungen zu verlesen. Wir werden dem folgen.